Hallo und willkommen zu den Excel-Filter-Funktionen, hier dem Spezialfilter. In vier Videos möchte ich ein bisschen mehr zum Spezialfilter erzählen. In dieser Einführung geht es erstmal um die Abgrenzung Spezialfilter zum normalen Filter und was man beim Spezialfilter berücksichtigen muss. In einer kleinen Liste, ich klicke mal rein, drücke STRG A, mit STRG A markiere ich diese ganze Liste, habe ich hier so eine fünfspaltige Tabelle mit Überschriften, hier oben Datumswerte, zweimal Zahlen, zweimal Textwerte und ich habe keine leeren Zeilen, keine leeren Spalten und werde jetzt mal mit STRG Großschreibtaste L die Filter einschalten, die Filter. Man sieht es hier oben schon in meiner Symbolleiste für den Schnellzugriff. Die kann man ja entweder ganz schnell einschalten im Register Start, in der Gruppe Bearbeiten, hier bei Filtern. Das habe ich im Prinzip mit STRG Großschreibtaste L gemacht. Oder ein Klick aufs Registerdaten, da sehen wir es hier, Sortieren und Filtern. Und da kann man auf Filtern klicken. Also eine Möglichkeit, ganz schnell den Filter einzuschalten. Und da überlege ich mir, aha, hier gibt es vier Regionen. Hier sieht man sie alle, die vier Regionen und diese drei Produkte. Und ich interessiere mich jetzt, ich schalte ihn mal ein, ich interessiere mich für Word in der Region Nord. Ich schalte also hier auf den Filter der Region, schalte mal alles aus, klicke auf Nord und ich sehe nur die Produkte, die in Region Nord verkauft wurden und schalte jetzt auf Word um. Also alles wegnehmen, Word eingestellt, klick auf OK und ich sehe, es gibt tatsächlich wohl hier vier Produkte, Word und Nord, ja, sehe ich. Aber wenn ich alles wieder an Produkten einschalte, sehe ich auch, da ist Excel bei, da ist einmal SharePoint dabei, okay, funktioniert. Ich schalte den Filter wieder aus, das kann man ganz leicht hier oben machen, hier oben steht Löschen, das finden wir auch im Register Start, hier bei Sortieren und Filtern, Löschen. Für mich ist diese Schaltfläche so nützlich, ich habe sie mit rechter Maustaste oben in die Symbolleiste für den Schnellzugriff gepackt, denn ein Klick darauf, wenn ich mehrere Filter gesetzt haben sollte, machen wir nochmal, ein Klick hierauf nimmt alle eingestellten Filter wieder raus. So, also dieser Filter funktioniert. Man kann hier Zahlenfilter setzen, dass man sagt, es soll etwas größer sein oder kleiner. Das habe ich schon in mehreren Videos beschrieben. Eine Schwäche dieses Filters ist allerdings, ich suche zum Beispiel Nord und Word oder was haben wir? West und Excel müssen wir hier auch irgendwo haben. Hier, West und Excel. Aber nicht West und Word oder Nord und Excel. Wenn ich hier ein Filterkriterium einstelle oder hier zwei abwähle, ich habe also gerade nur Nord und West, dann sehe ich, bleiben hier die Produkte stehen. Wenn ich nun nicht SharePoint sehe, sehe ich halt West und Excel will ich haben, aber Nord und Excel, das will ich nicht haben. Also ich kann hier leider nicht festlegen, wenn hier dieses eine Kriterium gilt, dann bitte nur aus der anderen Spalte ein ganz bestimmtes anderes. Und das bekomme ich mit dem Spezialfilter hin. So, dann nehmen wir den Filter nochmal raus. Auch hier STRG Großschreibtaste L, nochmal die Filter entfernt, also das geht hier recht fix. So, und jetzt schaffen wir mal die Voraussetzung, dass ich den Spezialfilter nehmen kann. Ich brauche nämlich einen Teil der Überschriften. Egal wie rumgeschrieben, ich kopiere einfach mal Region und Produkt. Product, habe ich auf Englisch geschrieben. So, und kopiere die mal hier hin. Habe das hier eingefügt und ich schreibe jetzt hier mal drunter, also ich suche Nord und Word. Oder ich suche West und Excel. Was ich brauche, wenn ich den Spezialfilter setze, ist eine Zeile, die die Überschriften beinhaltet, also die Titel, die hier auf der linken Seite oben stehen, die müssen sich hier irgendwie wiederholen. Ich könnte auch, um es mir einfach zu machen, die ganze Zeile mit den Überschriften hierhin kopieren. Das mache ich mal rückgängig. So, und jetzt möchte ich einfach mal hier nur sehen, an der gleichen Stelle gefiltert, Nordword, West, Excel. So, schauen wir uns das mal an. Der Spezialfilter befindet sich in Register Daten, dort bei Sortieren und Filtern unter Erweitert. So, hier wird erkannt,
Wo ist die Liste? Der Listenbereich wird erkannt. Der Kriterienbereich, das sind die Zeilen, die hier mit der Überschrift beginnen, bis zur letzten Zeile meiner Kriterien, die gelten sollen. Und hier ist es so, hier sind mehrere Zeilen, also muss gelten, alles, was pro Zeile gilt, muss gleichzeitig gelten. Also es muss gelten Nord und Word oder West und Excel. So, und jetzt wird hier, da steht hier, die Liste an der gleichen Stelle gefiltert. Ich klicke auf OK und ich sehe West und Excel und West und Excel und ich sehe Nord und Word. Also diese Möglichkeit zu filtern hier, die steht mir über die Auswahlmöglichkeiten beim Filtern so nicht zur Verfügung. Jetzt habe ich hier in der dritten Zeile gerade mein Filterkriterium geschrieben, also da wird mir diese Zeile jetzt auch weggeblendet. Das ist schlecht. Ich lasse mal wieder alles anzeigen. Na, Filter löschen. Aha, das funktioniert auch, obwohl da keine Filterkriterien stehen. Also es wäre vielleicht ganz gut. Ich füge hier mal ein paar Leerzeilen ein. Ich drücke mal Steuerung Plus. So, nochmal, nochmal, nochmal. Man könnte die natürlich auch hier drüber packen, die Kriterien. Dann werden die nicht mit weggefiltert. Na, oder hier direkt drüber setzen. Okay, machen wir das nochmal. Ich lösche mal die Inhalte. Ich kopiere mir diesmal diese Überschriften hier oben drüber. Und schauen wir uns nochmal die Möglichkeiten an, die der Spezialfilter hier bietet. Also, hier gibt es zum Beispiel Werte. Und hier gibt es Werte, die, ja, die laufen bis zum Wert 35,7. Und ich kann hier einstellen, zum Beispiel kleiner gleich. Kleiner gleich 18. So, und dann werden nur die Zeilen hier bis zur Zeile 15, die sind hier aufsteigend nummeriert, die werden dann hier angezeigt. Gucken wir uns das mal an. So, der Spezialfilter. Hier sind die Daten. Wo ist der Kriterienbereich? Da erkennt er den Bereich, den ich vorhin darüber geschoben habe. Nein, den muss ich jetzt korrigieren. Und zwar darf ich jetzt nicht die leere Zeile hier mitgeben. Das zeige ich gleich mal. So, Liste an gleicher Stelle filtern. Und jetzt sind hier alle Werte, die kleiner 18 sind, noch mit angezeigt bei Value 2. Alles, was größer 18 ist, fehlt. Hier sind die Zeilen entsprechend ausgeblendet. Ich lasse mal wieder alles anzeigen. So, wieder alles da. Ich kann auch hier Value 2 ein zweites Mal nutzen, also dass ich nur sehen will, Value 2, was zum Beispiel größer gleich 10 ist hier. Moment, das wären also die Werte von 9 bis, na, bis zur 15. Diese Werte hier. Hier ist alles zwischen gleich, also größer gleich 10, kleiner gleich 18. Gucken wir uns das mal an. Also die stehen jetzt hier nicht direkt nebeneinander. Und ich klicke wieder auf meinen Spezialfilter. Das ist der Datenbereich, das stimmt. Und der Kriterienbereich, den muss ich jetzt ein bisschen erweitern. So. Und ich sehe, zwei Kriterien wurden gepackt. In einem Extra-Video gehe ich hier auf die Kriterien für den Spezialfilter ein. Also hier ist es ganz wichtig, wirklich nur auch die Zeilen als Kriterium zu nehmen, die Filterkriterien beinhalten. Würde ich jetzt hier zum Beispiel eine leere Zeile noch zusätzlich haben, würde das im Prinzip bedeuten, also entweder kleiner gleich 18 oder und größer gleich 10 oder egal, weil hier unten nichts steht. Ich klicke mal auf OK. Ja, also das ist das, was ich eigentlich treffen wollte. Und der Rest, ja, ich habe den Filterbereich zu weit gefasst. Was geht denn hier noch? So, diese Spalte, das nehme ich mal raus, das lösche ich mal. So, klicken wir mal auf den erweiterten Filter. Man kann also die Liste an der gleichen Stelle filtern. Das habe ich gemacht. Man kann die Liste an eine andere Stelle filtern. Aha, Moment, erstmal die Kriterien. So, das sind die Filterkriterien. An eine andere Stelle. Dann nehme ich mal doch ein anderes Tabellenblatt und klicke hier hin. Und möchte es dahin filtern, geht das? Nein, das darf nur ins aktuelle Blatt kopiert werden.
Das stimmt so nicht. Also das kann man auch an einer anderen Stelle filtern. Okay, jetzt machen wir erstmal das, was er möchte. Also an eine andere Stelle filtern. Und wo sind die Daten? Das sind die Filterkriterien. Kopieren nach und da lege ich eine Zelle fest. Und da, an diese eine Zelle, werden dann die gefilterten Daten, die Treffer, wo alles kleiner gleich 18 ist, angehängt. Klicken wir mal auf OK. So. Und hier sind jetzt alle Zeilen gelandet, wo der Wert Value 2 kleiner gleich 18 ist. Also man kann hier an eine andere Stelle kopieren. Man könnte so also sich seine gefilterten Ergebnisse direkt sichern, allerdings standardmäßig erstmal nur ins gleiche Blatt. Werden wir noch sehen, wie es anders geht. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, keine Duplikate zu setzen. Keine Duplikate. Das heißt, wenn ich doppelte Zeilen hätte, ich kopiere mal, Moment, das nehme ich mal erst raus, Steuerung minus. Ich kopiere hier mal so eine Zeile. Die kopiere ich mit Steuerung C und packe die hier so einfach drüber mit Steuerung V. Jetzt ist diese Zeile hier komplett doppelt. Die würde beim Filtern hier, ich mache es mal wieder einfach, die würde jetzt doppelt angezeigt werden. Hier und hier. Wenn ich jetzt auf Duplikate, keine Duplikate klicke, dann wird dieser doppelte Eintrag nicht mit angezeigt. Also so kann ich mir auch eine Liste der Unikate erstellen. So, das Ganze nochmal rückgängig soweit, bis alles wieder sauber ist. Ja, so war alles sauber. Bei den Filterkriterien kann man auch mit Buchstabensuche natürlich arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel alles suche, was mit N beginnt, ich habe jetzt hier mal nur Region N reingeschrieben. Ne? Nord ist das Einzige, was mit N beginnt. Ich habe jetzt nicht N Sternchen geschrieben. Dann passiert Folgendes bei der Suche. So, bei der Filterung klicken wir mal auf OK. Es wird tatsächlich das gesucht, was mit N beginnt. Nehmen wir den Filter nochmal raus. Was ist denn mit O? Weil in Nord kommt ja auch ein O vor und da unten gibt es Ost. Ich filter wieder. Klick auf OK. So, ich sehe tatsächlich, das bedeutet, dieser Titel, dieser Buchstabe hier, das muss mit O beginnen. Wenn ich möchte, dass alles gesucht wird, wo ein O drin vorkommt, also auch Nord, dann muss ich Sternchen O. Sternchen zum Beispiel eingeben, Sternchen für Platzhalter, egal was davor steht, egal wie viel Zeichen und O natürlich und dann egal was danach kommt. Sternchen also als Platzhalter für beliebigen Text. Und wenn ich jetzt filter, gucken wir nochmal, dann bekomme ich Nord und Ost, weil hier ein O drin vorkommt, angezeigt. Also hierzu, zu den ganzen Möglichkeiten, auch Formeln zu verwenden, hier kann man nämlich auch Formeln drin nutzen. Diese Möglichkeiten zeige ich in Video 3. Ansonsten erstmal ein Einblick hier in die Möglichkeiten der Spezialfilters. Man kann also filtern, man kann mehrere Zeilen als Filterkriterien verwenden. Jede Zeile ist mit seinen Bedingungen gleichzeitig zu erfüllen oder halt die nächste Zeile. Na, alles, was in einer Zeile ist, muss gleichzeitig stimmen. Man kann an eine andere Stelle filtern, über diesen Weg halt nur ins gleiche Blatt. Und man kann auch die Duplikate eliminieren. Soweit erstmal. Mehr gibt es dann in den anderen Videos.